glaube, das ist jetzt die 100. Aufnahme, die ich mache. Aber ja, ich habe jetzt Feierabend und ich wollte mich mal zu dem Ganzen äußern. Es stimmt, Pi und ich, wir sind nicht mehr zusammen und wir haben uns beide dazu entschieden. Es ist keine einfache Entscheidung gewesen, wirklich. Keine einfache Entscheidung, aber man lernt den Menschen mit der Zeit kennen. Man lernt die Macken kennen. Man lernt die positiven Seiten kennen, aber wir haben einfach gemerkt, wir beide sind einfach zu verschieden und es ist nicht mehr das Richtige. Deswegen war es einfach das Beste, getrennte Wege zu gehen. Pi ist ein herzensguter Mensch und ich bin ihm wirklich dankbar für alles. Also ich weiß wirklich alles an ihm zu schätzen, alles, was er für mich gemacht hat. Und ja, ich danke euch für alles. Ich habe so liebe Nachrichten von euch bekommen. Klar, es gibt auch viele, viele Leute, von denen ich Negatives erhalte, aber die Leute, die mich kennen, meine Familie, meine Freunde oder die allgemein die Leute, die mich persönlich kennen, die wissen, wie ich bin und das ist das, was zählt. Es wird jetzt eine schwierige Zeit, klar, es ist nicht einfach. Ich bin eigentlich auch nicht der Mensch, der sowas eigentlich öffentlich macht. Aber ja, ihr habt's verdient, ihr sollt's wissen. Ich wünsche euch alle ein schönes Wochenende.